Heute bin ich in einem typisch mexikanischen Haus zu Gast und das Ganze für einen Geburtstag. Und da würde ich euch doch gerne einfach einmal rundführen. Also bevor ich nach Mexiko gekommen bin, kannte ich diese Art Schloss überhaupt nicht. Viele Häuser in Mexiko haben einen Hund auf dem Dach. ¿Cómo estás? Kleiner Tipp, diese hier heißt Araña. Ja, ja. Todo con calma, eh? Todo con calma. Was auch noch sehr typisch ist, dass viele Häuser hier in Mexiko die Sonnenenergie nutzen und ihr Wasser damit aufheizen. Also hier haben wir jetzt einen von diesen Calentadores, heißen die, die hier in dem Haus für zwei Leute ausreichen. Direkt gegenüber, der hat auch noch hier einen kleinen für zwei Leute, daneben noch einen etwas größeren und ein paar Photovoltaikpaneele, aber das ist hier sehr üblich. Solarphotovoltaik ist noch im Kommen. Aber für Wasser aufzuheizen findet man überall. Warum der Hund Araña heißt, weiß ich nicht. Im Moment sieht es eher so aus, er springt wie ein Känguru. Aber egal was, alle Hunde sind süß. Wasser, ganz wichtige Geschichte in Mexiko. Das Trinkwasser kommt nämlich hier aus so 20 Liter Behältern, die kriegt man alle paar Tage angeliefert. Ansonsten das Hahnwasser kann man zum Kochen nehmen, dann einmal gut abkochen natürlich und ansonsten zum Saubermachen und so ist es natürlich alles wieder gut. Aber Trinkwasser immer hier raus.